meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Dieses Video wird ein Facts About Me Video, das heißt, ich werde 20 Fakten über mich sagen. Erster Fakt: Ich hasse es, wenn man Ohren auf Fotos und Videos sieht. Ich weiß, das ist ein komischer Fakt, aber also bei mir, ich hasse es, wenn ich Fotos und Videos mache, wo man dann meine Ohren sieht. Deswegen trage ich auch fast nie Zöpfe, also Zopf, weil ich das einfach nicht schön finde. Ich liebe Autos. Also, ja. Ich bin ein Mensch, der sehr viel Adrenalin braucht. Ich liebe Achterbahn. Ich liebe einfach Schnelligkeit. Ich brauche das einfach. Nächster Fakt. Was Essen angeht, bin ich sehr, sehr, sehr wählerisch. Also, ich glaube, all meine Freunde, meine ganze Familie, alle, die mich nur so ein bisschen besser kennen, wissen, ich bin die wählerischste Person, was Essen angeht, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Ich habe einen Akzent, wenn ich Rumänisch spreche, weil ich mache das R mit dem, also hier so mit dem Hals so und kann es nicht mit der Zunge machen. Wenn man Rumänisch spricht, dann muss man das R mit der Zunge machen. Das kann ich nicht. Deswegen, wenn ich Rumänisch spreche, habe ich einen komischen Akzent und ich mag es überhaupt nicht. Nächster Punkt. Ich liebe Kinder und bin ein absoluter Familienmensch. Wie ihr vielleicht auch in meinen Insta-Stories oder so gesehen habt. Apropos Insta-Stories. Folgt mir bei Insta und bei Snapchat könnt ihr mich auch abonnieren. Jetzt hier im Hintergrund seht ihr auch ein Bild von mir und meiner Cousine. Noch ein Fakt über mich. Meine Lache. Weil dann kann ich schon vor Weitem hören, weiß direkt, da ist Sarah. Nächster Fakt über mich. Ich trage eigentlich eine Brille. Aber ich trage sie nicht. Also wenn, trage ich sie in der Schule. Also ich bin weitsichtig, deswegen brauche ich die nicht von der Hand halt lesen oder so. Aber mir stehen einfach keine Brillen. Nächster Fakt ist, dass ich dieses Jahr meinen Autoführerschein mache. Yay! Was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass ich eine sehr neugierige Person bin. Also, wenn ich nur so eine Kleinigkeit höre, von der ich nichts weiß, frage ich die ganze Zeit, was? Ich will immer alles wissen. Also, wenn ich nicht alles weiß, dann kann ich an nichts anderes mehr denken, außer an das und ich muss es einfach wissen. Nächster Fakt. Nacken und Rücken knacken. Ich knacke immer meinen Nacken und meinen Rücken, weil ich sehr verspannt bin und ich bin auch lange Zeit auch zur Physiotherapie gegangen, aber ja, es bringt nichts. Nächster Fakt, die, also was viele auch sagen, so ja, du bist ein Guess-Fan. Ja, ich liebe Guess. Ich weiß nicht, also mir gefällt einfach die Marke, die haben schöne Sachen, deswegen, ich liebe es einfach. Ich liebe Guess. Punkt. Nächster Fakt, ich liebe lange Haare und ich hatte bis Januar, glaube ich, noch. Ja, im Januar habe ich meine Haare abgeschnitten. Ich hatte auch sehr lange Haare, so lange Haare ungefähr. Habe sie aber abgeschnitten, weil die kaputt waren. Und es war trotzdem einfach der größte Fehler, den ich machen konnte, weil meiner Meinung nach ist das für mich kurze Haare und das finde ich absolut nicht schön. Deswegen, ich liebe lange Haare und für mich ist lange Haare eigentlich ein Muss. Nächster Fakt. Ich bin eigentlich immer ungeschminkt. Okay, jetzt bin ich geschminkt, aber wegen YouTube-Video, ne? So. Ja, aber ich bin, also ich schmink mich sehr selten. Bin eigentlich so gut wie immer ungeschminkt. Nächster Fakt. Ich bin null fotogen. Für die Leute, die mich so von Insta und so kennen, denken sich so, hä? Hä? Was? Ja, ich bin eigentlich absolut null fotogen. Ich bin nicht fotogen. Das, also, bis ich ein gutes Foto hinkriege, Leute, das, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das dauert. Und bis ich das dann bearbeite, dass es gut aussieht. So, ne? Also, ich bin nicht fotogen. Ich brauche, nächster Fakt, ich brauche immer Labelle auf den Lippen, weil ich hasse es, wenn die Lippen trocken sind. Ich brauche es. Ja. Meine Haare. Also, jetzt sind sie ein bisschen geglättet, aber ich habe eigentlich ja Wellen, also so Naturwellen, sagen wir es mal so. Aber ich glätte sie immer hier oben so, so ungefähr bis zum Ohr, sagen wir es mal so, so ungefähr immer so, weil ich so richtig komische Locken habe. Für die Leute, die auch Naturwellen oder Locken haben, wissen, was ich meine, dass es Grauen hat. Das nervt und das sieht so nicht schön aus.
Deswegen glätte ich das immer. Im Sommer bin ich absolut eissüchtig. Ich liebe Eis. Ich könnte mich im Sommer wirklich nur von Eis ernähren. Also, ich liebe einfach Eis. Schreibt in die Kommentare, ob ihr auch Eis so sehr liebt wie ich. Manche, die mir schon auch länger bei Instagram folgen und mal meine Stories gesehen haben oder mal meine Livestreams drin waren und ich das ein paar Mal gezeigt habe, mein Schminktisch, den ihr hier vielleicht mit uns seht, da ist keine Schminke drin. Das ist eine Süßigkeiten-Schublade. Das ist eine Süßigkeiten-Schublade. Eine komplett volle Süßigkeiten-Schublade. Und dann kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ich habe bewusst einen kleinen Freundeskreis, weil heutzutage findet man sehr selten noch Real Friends und ich kann nur aus meiner Vergangenheit sagen, ich habe zum Beispiel letztes Jahr mit sehr vielen Leuten oder Freunden Kontakt abgebrochen, also bin ich mehr mit denen befreundet, weil ich dann einfach gemerkt habe, es sind keine echten Freunde und ja, vor allem wenn man ein bisschen mehr Abonnenten hat oder sonst was, wird man meistens nur noch darauf reduziert oder ey, lass mal treffen, Fotos zusammen machen, markier mich oder post mich in Story, bla bla bla, so wisst ihr, was ich meine, dann ist es so, okay, die Person ist nicht mit mir befreundet, weil ich bin, sondern weil ich Abonnenten bei Instagram habe, wisst ihr, was ich meine, deswegen, ich bin froh, dass ich wenige, aber dafür wahre Freunde habe und ich weiß das sehr zu schätzen und bin halt wie gesagt sehr glücklich darüber, dass ich meine wahren Freunde habe und ja, das war's dann auch mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, falls euch das halt gefallen hat und aktiviert die Glocke, abonniert mich und bis zum nächsten Video. Ciao!